Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch selbst so ein hübsches Täschchen machen könnt. Zum Beispiel mit diesem Muster oder in Schwarz oder ganz wie ihr das Tape da habt. Ihr braucht dafür dieses Duct Tape oder anderes buntes Klebeband. Und das Ganze lässt sich dann als kleines Etui benutzen oder als Kosmetiktäschchen oder ganz wie ihr mögt. Da lassen sich verschiedene Sachen reintun. Das Ganze lässt sich dann hier oben durch diesen Schieber verschließen. Und was ihr sonst noch dafür braucht und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt im Video. Ihr braucht für diese Tasche nur einen Ziplock-Beutel. Am besten einen, der sich hier so über einen kleinen Schieber verschließen lässt. Es geht natürlich auch einer mit Druckverschluss. Und dann braucht ihr Duct Tape. Ich habe hier schwarzes und gemustertes. Und dann braucht ihr eure Schere und dann kann es schon losgehen. Ich will hier drei Linien drauf machen. Das passt bei mir ganz gut. Ich habe das mal so grob durchprobiert. Wenn ich hier die beiden nebeneinander setze und dann das in der Mitte festhalte, passt das genau mit dem unteren noch zusammen. Man könnte das Ganze natürlich auch durchmessen. Ich habe es jetzt so einmal durchprobiert. Und ich werde oben und unten schwarz machen und in der Mitte dann bunt. Und ich starte einmal mit dem schwarzen Duct Tape. Und starte hier oben. Ich klebe das Ganze richtig schön fest und gerade auf das Plastik. Dann drehe ich das Ganze einmal und gehe einmal hier rum und hier einmal zurück. Und drücke es auch hier richtig gut an und schneide dann hier einmal ab. So. Kleine Korrekturen kann man jetzt noch machen, das Ganze ein bisschen glatt streichen und wenn Beulen drin sind oder so, die rausmachen. Aber bei mir sieht es ganz gut aus. Ich schneide es jetzt hier einmal gerade ab. Dann kommt das Bunte. Genau dran angepasst, dann einmal rum und die Rückseite auch. Und richtig gut feststreichen. Und ich schneide das Ganze auch einmal ab. Und hier schneide ich einmal vorne ab. So, das ist auch abgeschnitten. Und dann kommt unten noch eine weitere schwarze Schicht hin. Die dritte Lage.
ist die erste Seite. Drehen. Und dann die letzte Runde. Möglichst glatt abschließen und abschneiden. Hier schneide ich jetzt auch noch einmal lang. So, dass der Rand hier gerade ist. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe hier unten jetzt noch einen kleinen Rand. Das ist aber dadurch, dass das Ganze noch einen Boden hat, nicht wirklich schlimm. Das Ganze sieht dann so aus und ihr könnt es zum Beispiel für eure Stifte benutzen oder für Geodreiecks, so als Etui oder auch für Kosmetik, als Kosmetiktäschchen. Und das Ganze ist fertig und sieht dann so aus. Richtig hübsch mit den Blümchen, finde ich. Hier unten könnte man zum Beispiel, man könnte es auch noch abkleben oder man kann hier auch noch reingucken, wenn man möchte, wenn es dann steht. Sie kann man nicht mehr reingucken und so sieht das Ganze dann zum Abschluss aus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr die Idee auch süß findet und vielleicht Lust habt, es nachzumachen, lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch mehr Lust auf Do-It-Yourself und noch mehr Ducktape-Anleitungen habt, schaut mal bei uns im Kanal vorbei, da gibt es ganz, ganz viel noch davon. Und ja, wenn ihr sonst noch mehr von uns sehen möchtet, schaut vielleicht mal bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbei. Und wenn euch das Video besonders gut gefallen hat, vielleicht habt ihr Lust, es mit euren Freunden zu teilen und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.